Hallo und willkommen zu einem weiteren Ameisenhaltungsbericht. Ja, und wie ihr schon am Titel erkennen könnt, ist heute was Neues. Als erstes habe ich denen hier Mehlwürmer gegeben. Scheinen die. Warte. Das ist nicht mehr scharf. Ah, jetzt. Scheinen die zu mögen. Der ist auch schon ein Teil. Und ja, versuchen sie jetzt gerade reinzutragen. Ach, außerdem habe ich die in solche zusammengegeben. Die habe ich dann zerkleinert und das scheinen die auch sehr zu mögen. Ja. Da sieht man es. Folgen wir denen einfach mal. Ach so, und seitdem ich dieses Wasservideo gemacht habe, sind die auch viel aktiver. Also es lag anscheinend irgendwie am Wasser. Deswegen werde ich auch irgendwann das Wassergel wegmachen und normales Wasser hinmachen. Und ja, dann schauen wir auch direkt mal in die Farm. Und wie ihr seht, hat sich hier einiges geändert. Hier haben die jetzt Larven und Samen hingetan. Dann haben sie das hier in der Mitte neu gebaut. Das neu gebaut. Sieht auch viel schöner aus alles. Und ja. Aber das soll es heute nicht vom Video gewesen sein, denn wir haben eine Neuverstellung. Und zwar hier. Das hier sind 6 Lasius Flavus-Königinnen. Dazu wird auch bald ein eigenes Video kommen. Die haben schön viel Brot. Warte, ich versuche mal ranzuzoomen. Sieht man da noch was? Falls ja, dann gut. Falls nicht, dann halt nicht. Und ja, ist ganz schön. Haben die auch erstmal sehr viel Platz. Nein, noch keine, also sehr viel Brut, aber noch keine Arbeiterin, soll in den nächsten Tagen aber kommen. Und ja, es ist so viel los. Das ist schon krass. Na. Und ja, es werden bald noch mehr Futtervideos kommen, denn die müssen alle gegessen werden. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.